Am 17. März 2024 ging es mal wieder Richtung Frühlingsfahrt. Dank unserem Navi auch über recht holprige und interessante Wege. Am Ende kamen wir aber doch noch in Löhne an, wo wir ein Auto stehen ließen und uns dann schnurstracks Richtung Herford zum Startpunkt aufmachten. Dort ging es dann auch ziemlich zügig ins Wasser. Und hier gab es dann vom Kanuclub Wiedenbrück Räder natürlich noch eine Stunt-Einlage. Auch der neue Vara 1 von Willy Neumann ganz aus Carbon war mit am Start. Das Schöne an solchen Bezirksfrühlingsfahrten ist ja, dass jeder daran teilnehmen kann. Alle können, Stufen sind willkommen. Und so können auch selbst blutige Anfänger in den Kurzbooten daran teilnehmen und ihre Paddle-Skills dabei verbessern. Das Herforder Wehr ist wie immer eine kleine Herausforderung zum Rauskommen, aber schlussendlich mit etwas Hilfe schafft man dann auch das. Ein bisschen Rumschrauben am Kajak währenddessen passiert immer dann, wenn man sich nicht ordentlich vorbereitet hat. Aber dann geht's auch zügig wieder los. Ist okay, alles klar und tschüss. Unser Wildwasserneuling bezwingt den Schwall, ohne dabei zu kentern. Einfach mal ebenso. Hier sieht man immer noch die Folgen vom Hochwasser. Ganz schön viel Müll und Dreck. Teilweise ganze Holzpaletten liegen irgendwo im Bach oder in den Sträuchern nebendran. Das Hochwasser hat einiges kaputt gemacht, einiges verdreckt. Und es wird wohl noch ein bisschen dauern, bis das Ganze wieder so schön ist wie vorher. Da kommen wir dann zur nächsten Umtrage, die längste und beschwerlichste. Nimm den nächsten, ja, da ist hier der Steg zum Ausbooten etwas höher und wahrscheinlich eher für Kanadier gedacht, sodass das nicht ganz so einfach geht und wir uns ganz schön abmühen. Zum Glück steht aber schon Hilfe bereit. Und während wir Pause machen, kommen dann auch die anderen eingetrudelt. Wir waren so ziemlich die Ersten, die losgefahren sind. Und wir können gleich ein paar mehr Boote sehen. Glücklicherweise hatten wir ordentlich Wasser auf der Werre, sodass wir auch das Stück direkt hinterm Wehr schon befahren konnten. Im letzten Sommer sah das deutlich anders aus. Und nach einem relativ kurzen Stück kommt die nächste Umtrage. Das doppelte Wehr in der Wiese.
mit ordentlich Rücklauf, wie man sieht. Das ist an dem Tag keiner gefahren. Mehr Boote. Einige haben uns überholt. Das nächste Wehr, was allerdings fahrbar ist. Da vergnügen sich einige Mitpaddlerinnen und Mitpaddler im Kehrwasser. Ich fahre einfach erstmal weiter durch, denn es macht ordentlich Spaß. Und schon sind wir am Endpunkt in Löhne angekommen, wo uns ein großes Buffet mit Würstchen, Frikadellen und Salaten erwartet. Den etwas bedeckten Tag war es auch ganz gut danach, noch ein bisschen sich zu stärken, bevor es dann wieder nach Hause ging. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder auf dem Wasser. Macht's gut und bis dahin. Tschüss! Und nicht vergessen, kommt am 27.04. von 11 bis 16 Uhr zum Schiedersee zum Kanu-Klassiker-Treffen. Wir sehen uns!